Stalwarts, Miliz und Gammel. No, please! You've got the wrong man! I don't remember any of this! Quiet! We'll get the truth out of you soon enough! Take him away! Schweig, wir kriegen die Wahrheit schon aus dir raus. Schafft ihn fort. Und er hat geschrien, weil ihr habt den Falschen erwischt. Vor Beitritt ist mir eine Frau mit strenger Miene nähert sich dir. Ihr ohnehin schon beeindruckend skeptischer Ausdruck wird noch durch ihren leichten Untermiss noch betont. Sie verschreckt die Arme. Pass auf, wo du trittst. In diesen Bienen wimmelt es immer noch von allen möglichen Getier. Wir konnten die Schächte noch nicht säubern. Natürlich hast du auch Erfahrung in solchen Dingen. Dir haben wir es wohl zu verdanken, dass die Batterie wieder offen ist, heißt es. Ich bin Ismay, die Vorarbeiterin. Wir sind hier ununterbrochen am Arbeiten, seit die Feuer der Batterie wieder brennen. Etwas zu unterbrochen für meinen Geschmack. Was geht hier vor sich? Das Ganze geht hier schon schlimm genug. Ein Mord hat uns gerade noch gefehlt. Was hat es mit diesem Mord auf sich? Sieht aus, als hättet ihr den Verantwortlichen gerade gefunden. Mord ist meistens recht unerfreulich. Nehmen wir die Eins. Du hast vermutlich gesehen, wie Gammel weggeschafft wurde. Wir haben ihn bei der Leiche eines anderen Arbeiters gesehen, Samef. Wir haben in der letzten Zeit einige Arbeiter verloren. Die meisten sind einfach verschwunden. Samef ist die erste Leiche, die wir finden. Wir haben zwar Gammel geschnappt, aber wir konnten die Leichen nicht finden. Weißt du, wenn uns jemand helfen kann, dann du. Ich würde den Familien dieser Bergarbeiter gerne Antworten geben können. Selbst wenn es schlechte Neuigkeiten sind. Erzähl mir etwas über Gammel. Ich kann ihn nicht sonderlich gut. Hätte jedenfalls nie gedacht, dass er ein Mörder ist. Ich würde sagen, du solltest ihn selber fragen. Vielleicht sagt er dir ja, wo er die Leichen versteckt hat. Was weißt du über das Opfer, Samef? Der arme Samef, seine Leiche liegt im östlichen Tunnel. Das heißt, du hättest ein Talent dafür, die Geschichte hinter Leichen zu ergründen. So wie die Leute aus der Dünnrotstraße, oder? Ich werde mich darum kümmern. Danke für deine Hilfe, wir können sie wahrlich gebrauchen. Ich habe Fragen an dich. Jawohl, was willst du wissen? Warum sind diese Minen so wichtig? Die Nachfrage nach Erz ist gestiegen, seit du die Batterie geöffnet hast. Jeder will ein glänzendes Stück Durganstahl besitzen. Nur die Batterie wurde von dem Beben schwer getroffen. Nachdem die Minen dort eingestürzt sind, sind wir die einzige Quelle in der Stadt. Oh, die Minen sind eingestürzt. Ah. Wie steht es um die Minen? Tanya hat vor meiner Ankunft fast die ganze Arbeit hier allein geleistet, aber sie ist nicht mehr die Jüngste. Letztlich fand sie es besser, die Verantwortung abzugeben. Sie kommt gelegentlich noch vorbei, um zu sehen, ob die Arbeiter spuren. Wegen dieser verschwundenen Arbeiter. Hast du etwas gefunden? Erzähl mir was über Gammel. Das ist dasselbe wieder und Sanef. Er liegt im östlichen Tunnel. Okay, östlich ist da drüben irgendwo. Dann gucken wir mal. Ein Flüstern in der Dunkelheit. Okay. Gammel, ein Arbeiter der Minen von Stalwart, wurde wegen Mordes verhaftet. Vorarbeiterin Ismay glaubt, dass Gammel auch für das Verschwinden einiger Bergarbeiter in jüngster Zeit verantwortlich ist. Vorarbeiterin Ismay hat mich gebeten, das Verschwinden mehrerer Bergarbeiter zu untersuchen. Sie schlug vor, dass ich zunächst Gammel befrage. Er wird im Quartier der Vorarbeiterin gefangen gehalten. Links neben dem Eingang zu den Minen. Ismay hat erwähnt, dass die Leiche von Samef, einem der Opfer im Tunnel im Osten liegt. Wie groß ist diese Mine? Geht so? Liegt da Dünnerstrahl drin? Nein, nur gedörrtes Fleisch. Okay. Stalwart Miliz, Gammel. Es ist offensichtlich, warum Gammel verdächtig wird. Sein Gesicht voller Blutspritzer, seine Hände sind gefesselt, aber du siehst Blut und Hautfetzen unter seinen Fingernägeln. Ein Gammel ist zusammengesackt. Tränen haben Spuren in die dicken Blutschichten auf seinem Gesicht gegraben. Kaum erblickt er dich, wirst du zum Ziel seines flehentlichen Ausdrucks auf seiner Miene. Ich habe ein paar Fragen an dich. Gammel blickt dich mit weit aufgerissenen Augen an. Als er den Mund zum Sprechen öffnet, bemerkst du auch, dass seine Zähne und Lippen voller Blut sind. Bitte, es war so, wie ich es ihnen gesagt habe. Ich weiß nicht, was passiert ist. Ich kann mich an nichts erinnern. Nie im Leben hätte ich das Samef angetan. Wenn du unschuldig bist, werde ich alles versuchen, um es zu beweisen. Nun gut, ich habe keine Zeit für so etwas. Warten, bis sich Gammel beruhigt hat. Nehmen wir die Eins. Danke, danke. Mehr will ich doch gar nicht. Und nur eine Chance. Ich war das nicht. Ich habe es nicht verdient, bestraft zu werden. Was wolltest du fragen? Was ist das Letzte, woran du dich erinnerst? Terek, der mich wach schüttelt. Ich war auf dem Boden. Samek lag in der Nähe und er war tot. Die Verzweiflung steht ihm ins Gesicht geschrieben. Das ist alles. Mehrere Stunden sind einfach
Weg, völlig aus meinem Kopf verschwunden. Wer ist Terrik? Er ist für den Bau in den Tunneln zuständig. Es gab einen Einsturz nördlich von hier. Er und einige andere sind seit einiger Zeit mit dem Aufräumen beschäftigt. Er muss gerade Vorräte für den Trupp geholt haben, als er mich gefunden hat. Wo sind die anderen Bergarbeiter? Ich weiß es nicht. Niemand weiß, wo die Bergarbeiter abgeblieben sind. Ich schwöre es, ich habe nichts damit zu tun. Seine Stimme überschlägt sich. Ich glaube dir. Wirklich danke, das ist ein einziger Albtraum. Was tust du hier? Ich? Ich bin nur zum Schleppen da. Die Lurmen beladen das Erz von hier nach da bringen. Eigentlich mache ich einfach, was sie mir auftragen. Ich lebe noch nicht lange in Storwood. Ich hatte gehört, dass sie Arbeiter für die Minen suchen und dachte, ich könnte hier neu anfangen. Vielleicht sogar die Batterie sehen. Warum widerfährt mir das? Er versucht sich mit dem Handrücken die Nase abzuwischen und hinterlässt tiefrote Schmierspuren. Weggehen. Okay. Also fragen wir erstmal den anderen, der ihn gefunden hast. How could I miss it? Looks like he went swimming in Samoth's blood. Blazes. Never would have pegged him for a freak. Hast du Gammel gesehen? Wie kann man das übersehen? Er sah aus, als hätte er in Samoths Blut gebadet. Verdammt, ich hätte nie gedacht, dass er so krank ist. Okay. Vorsicht, Saurips. Lauft. Also eine ganze Xaurib-Bande. Oh, Sturmruf hat schon die nächste Stufe. Töte 5 gestandene Druiden mit Sturmruf, um die nächste Stufe freizuschalten. Okay. Das würde sich als schwierig erweisen. Absolutely. Ein Seuchenmeister auch noch. Oh, hier sind schöne Erzadern. Warum hast du die Kristalle weggesperrt? Warum bestrafst du uns so? Irgendjemand muss doch den Kristall haben. Wo ist er? Na los, Leute, Bewegung. Wir müssen endlich fertig werden. Robust. Verteidigung gegen niedergestreckt. Die Einschütze haben Öffnungen nach draußen entstehen lassen. Schnee ist auf die Felsen gefallen. Hallo, Terrik. Baustell, was versuchen hier aufzuräumen. Er blickt dich mit zusammengekniffenen Augen an. Was suchst du überhaupt hier? Was geht hier vor sich? Wir hatten vor kurzem einen Einsturz und räumen seitdem auf. Es geht langsam voran, aber es muss getan werden. Er wischt sich die Stirn, vielleicht nur um zu unterstreichen, wie anstrengend die Arbeit ist. Einer deiner Arbeiter hat sich ein wenig seltsam benommen. Du hast es gemerkt, ja, ich glaube, es hat mit dem Schwefel zu tun. Jeder, der geschickt wird, das Zeug aus den östlichen Minen zu holen, kommt etwas seltsam zurück. Wir haben sie gefunden, wie sie einfach nur im Kreis gehen und vor sich hin murmeln. Er zuckt mir die Schulter. Nachdem sie die Minen verlassen hatten, hat es aufgehört. Ist sonst noch jemand aus deinem Trupp verschwunden? Kein einziger. Wir hatten wohl einfach Glück. Wo hast du Gammel gefunden? Ich habe ihn im Außen gefunden, über Samuels Leiche gebeugt, wie er aussah. Ich dachte, er wäre wild geworden oder sowas. Terrik schüttelt den Kopf. In den östlichen Minen scheint es jede Menge Ärger zu geben. Wenn ich raten müsste, irgendein Gas kommt von unten mit dem Schwefel hochgestiegen und macht die Leute kirre. Ich kannte mal einen Kerl, der eine Lunge voll eingeatmet hat. Er hat sich alle Kleider vom Leib gerissen und grölend durch die
ist grün durch die Tunnel gerannt. Ein grauenhafter Anblick, aber zumindest hat er niemanden verletzt. Sei vorsichtig, wenn du dahin gehst. Kilian setzt Konstrukte zum Graben ein und sieht Dean auch als Wachen. Du solltest dir lieber sagen, dass du auf dem Weg bist. Was ist Kilians Aufgabe hier? Im Moment lasse ich sie nach möglichen Stellen für neue Tunnel suchen, sonst ist sie hauptsächlich damit beschäftigt, die Konstrukte zu bändigen. Ihr Ziel ist es, die gefährlichsten Arbeiten durch die Konstrukte ausführen zu lassen. Aber da müssen sie sie selbst fragen, wie es vorangeht. Ich mag diese Dinger nicht. Okay, das ist alles. Gammel sagt, er erinnert sich daran, wie Terrick ihn gefunden hat, ein anderer Arbeiter. Er kann sich aber nicht erinnern, was an dem fraglichen Tag davor geschehen ist. Er sagte, dass Terrick gerade damit beschäftigt ist, einen Einschuss in den Tunnel im Norden aufzuräumen. Ich habe zufällig gehört, wie einer der Bergarbeiter etwas von einem Kristall gemurmelt hat. Er schien in einer Art Trance zu sein. Offenbar ist Gammel nicht der einzige Bergarbeiter, der sich seltsam verhält. Terrick vermutet, dass die Schwefelmine irgendeine Wirkung auf die Arbeiter haben könnte. Er schlägt vor, dass ich im Osten nach den verschwundenen Arbeitern suche, wo der Großteil des Schwefelabbaus stattfindet. Ja, gehen wir mal in den Osten. Wenn es hier in den Osten geht. Tagebuch wurde aktualisiert? Nö. Aber ich habe hier Samets Leiche gefunden und es donnert. Okay. Samets Leiche liegt ausgebreitet da. Du siehst, dass seine Kehle herausgerissen wurde und sein Gesicht von tiefen Kratzern übersät ist. Seine Hände sind leicht gelblich gefärbt. Samets Leiche trägt die Spuren eines brutalen Angriffs. Ihm wurde die Kehle ausgerissen, sein Gesicht ist übersät von Kratzern. Seine Hände sind seltsamerweise gelb gefärbt. Schwefel? Noch mehr Bergarbeiter. Oh, hier sind aber viele Stollen, ey. Aber hier geht es auch nirgends lang. Ich muss dann wohl wirklich die Treppe hier runter. Und hoffen, dass mir die Mine nicht über dem Kopf zusammenstürzt. Hallo. Ort entdeckt. Minenschacht, ja. Oh, hi. Lebt aus die Lage, ihr Lieben. Mehr für euch. Ihr habt doch verzögert mit eurem Ball. Hallo, auf den. Durez, mach mal das hier. Lava, Beyond Seek! Listen this! Ready, Watcher. I'm here. Ich glaube, Alof hat jetzt sein Level up, ja. At once. Yes. Alof kriegt sein letztes Level ab. So, ein Punkt in Athletik, da sind wir genau auf 0 Punkte. Und wir können aus der letzten das durchbohrte Siegel wählen. Ja. Und geben ihm auch noch überlegende Abwehr zum Schluss. Und dann war es das bei Alof.
Ja, Adolf hat maximales Level erreicht. Lorenz wird als letzter dran sein. Hi. Yes. So. Das heißt, wir können erstmal hier oben nachgucken, was es hier Schönes gibt.